Seht hier ganz genau, wie ich jittere. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ich kann es auch nochmal ein bisschen von der Seite machen. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, heute gibt es eine Handcam. Ja, Bed Wars Miniland 8x1. Let's go. Ich zeige euch heute, wie ich jittere, wie ich Butterflye und beim Mouse-Abusen gibt es dann in einem anderen Video, weil das einfach eine ganz andere Wellenlänge und ein ganz anderes Themengebiet ist. Ihr seht hier ganz genau, wie ich jittere. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ich kann es auch nochmal ein bisschen von der Seite machen. Ja, und mehr ist da nicht dran. Ja, das ist easy peasy. Ihr wisst Bescheid. Und ja, ist ziemlich geil. Ich habe das ja schon mal in einem Video angesprochen. Mir haben ganz viele nicht geglaubt, dass das ohne AC ist. Ja, ich weiß nicht, was ihr euch da denkt. Razer Death Eye der Elite, ihr seht die. Ja, ich denke mal, das ist alles hier, ich sag mal, legitim bzw. glaubwürdig. Und das ist nicht nur ein Legit Proof für meine Jitter, ich sag mal, Künste, sondern das ist auch eine Ansage. Ich werde bald auch ein Video mit Handcam mit Mouse Abuse machen, welches ich dann auch nochmal separat aufnehmen werde und nicht heute. Ja, ich möchte erstmal wissen, wollt ihr denn eine Handcam mit Mouse Abuse? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, Abo, Glocke, ihr wisst Bescheid. Würde mich auf jeden Fall alles freuen. Und ihr seht hier jetzt Jitter, ich kann nochmal Butterflyen. Alles relativ gechillt mit der Razer Maus, beziehungsweise mit... Oh, ich bin nicht genickt. Nice. Mit Razer... Ah doch, ich bin genickt, aber er hat meinen Nickname geleakt. Hier, das ist auch geil. Jo, korrekt von dir, dass du meinen Nickname einfach so callst. Sehr, sehr korrekt. Und wir haben ihn. Nice, und da ist er auch schon tot. Und es leben sogar noch nur 4 Leute mit mir. Übrigens, Leute, benutze ich dieses Pack hier sehr, sehr gerne in der letzten Zeit. Das ist das Lukas V3 Pack. Und nochmal sorry an Lukas, ich habe immer Luca gesagt. Ja, deine Fs und Zs haben mich da ein bisschen verwirrt. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Handcam hier gefällt. Es ist nur mit einem Handy aufgenommen, also mit einem Toaster gefühlt, mit dem iPhone 6S. Die Kamera sollte eigentlich ganz gut sein. Ja, ich habe jetzt auch Belichtung und so alles gemacht. Es ist sehr, sehr ungewohnt für mich, so zu spielen. Aber ich kann mich dran gewöhnen, falls ihr denn nochmal eine Handcam wollt. Einfach mal ein Like da lassen. Und ja, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es denn so findet. Denn ich kann ja auch einfach nur so ein Krüppel sein, der hier so eine Handcam klaut. Wer weiß das schon. Deswegen habe ich hier extra Hashtag Steinfamily hingeschrieben. Nicht wie eine gewisse andere Person auf YouTube, die Bed Wars Content seit neuestem gebracht hat und dann eine andere Handcam hingebracht hat, die gar nichts mit dem Gameplay zu tun hat. Das muss man ja nicht machen, Leute. Und ich entnicke mich mal eben ganz schnell. Und so sind wir auch schon annickt. Und jetzt können wir noch schnell die Runde gewinnen. Da hinten ist gelb und wir rennen auf jeden Fall jetzt hin. Okay, hat sich suicided. Bedeutet, wir müssen uns mal hier ganz kurz ein Päuschen anlegen und uns equippen auf jeden Fall, damit wir hier auch eine Chance haben. Genau so. Und jetzt müssen wir uns, glaube ich, einfach nur noch one-stacken. In der Hoffnung, dass er nicht früher oben ist als wir. Und ihr seht es schon, also meine Hand bewegt sich kaum beim Jittern. Ich habe mir das wirklich so lange angeeignet und jetzt habe ich es endlich wirklich auch nach ein paar Jahren drauf. Und das feiern ja auch alle. Deswegen, Leute, lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, wenn ihr mehr von solchen Jitter-Videos sehen wollt. Ich weiß, solche Videos sind sehr begehrt bei mir und wir sehen uns auch in der zweiten Runde. So, da sind wir auch in der zweiten Runde und übrigens, man kann jetzt dabben mit anderen Leuten. Ich feiere das so heftig. Ich habe mir den vor einer Woche geholt, diese Mod oder den Mod, die Applikation, whatever, für Label Mod. Könnt ihr euch auch gönnen, ein Video von Qlow. Könnt ihr euch einfach mal gönnen. Das ist einfach auf seinem Kanal Qlow eingeben oder Label Mod dabben oder einfach Label Mod Dab Mod oder Dab Mod suchen. Das reicht schon, glaube ich. Und hier seht ihr auch mein Butterfly. Ich kann mal ohne die Maus zu berühren, bis auf meine 2 Finger, kann ich da so Butterflyen. Ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall sollte dieses Video schon die meisten Fragen eigentlich geklärt haben. Die Frage ist nur, soll ich dazu noch ein Video separat machen, so wie ich Butterflye oder wie ich Maus abuse? Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, Leute. Und das würde mich auf jeden Fall ganz ein Stück weit freuen. So rum, ich bin irgendwie nicht so gut in Deutsch gerade. Okay, gut. Der Typ kommt hier. Bedeutet, wir müssen uns hier ein bisschen konzentrieren. Er stackt sich. Das ist nicht schön. Bedeutet, wir stacken uns auch und holen uns ihn. Und wir haben ihn auch, glaube ich. Ne, da unten ist er. Da unten chillt er sein Leben. Und jetzt haben wir ihn und sein... Er hat irgendwie wenig Knockback bekommen. Kann ja natürlich sein, dass er irgendwie Reduced oder so. Keine Ahnung. Gut, so, jetzt ist er aber tot und nochmal tot, nice. Und jetzt können wir, danke fürs Abo übrigens, jetzt können wir ihn uns ganz entspannt... Ho. Komm schon, Dude, du bist doch runterfallen, oder? Doch, der hat's vom Feuerstein gelernt, das ist mein Vorbild. Nur Problem ist, dass ich den zerstört habe. Ja, RIP.
Wäre ja echt doof, wenn wir jetzt gewinnen würden, Leute. Wäre ja echt richtig doof. Sagt auf jeden Fall mal, Leute, Bescheid, ob euch irgendwie die Abo-Box gebackt hat, weil bei mir hat sie auf jeden Fall bei vielen YouTubern gebackt. Ich habe keine Ahnung, ob sie ein Video hochgeladen haben oder nicht. Ich kann auch manchmal die Videos gar nicht einsehen von den Leuten. Bedeutet, ihr müsst einfach mal in die Kommentare schreiben, Hashtag aktiv, Glocke aktiv, was für sich, macht mal die Glocke an. Ja, da momentan echt die Abo-Box hart am Rumbuggen ist und ich gar nicht drauf klarkomme und gar nicht weiß, was ich machen soll, wirklich. Und da ist der Rote da hinten, bedeutet, wir bauen es jetzt einfach hier weiter. So, und jetzt sind wir auch schon hier und jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch zwei Inseln laufen und dann haben wir auch das Bett von Donik YouTube. Genau so heißt er. Oh, okay, sein Bett ist schon weg, bedeutet, wir können die gleich cleanen. Das ist schon sehr nice und er weiß gar nicht, dass wir über ihm sind, dieser Typ hier. Yo, das ist nice. Und damit würde ich sagen, das war's mit der Runde. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Wenn ja, dann lasst natürlich ein Like da und ein Abo, würde mich freuen, Glocke aktivieren. Ja. In der Infokarte oben rechts ist ein Jitter-Tutorial und ja, wenn ihr Butterfly oder Mouse-Abuse-Tutorial mit Handcam sehen wollt, dann schreibt in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.